Hallo meine Freunde, hier ist der Monty, Michael. Ich bin heute mal in einem Holzgeier gleich in meiner Nähe. Da habe ich was entdeckt, wo ich sagen muss, braucht es denn sowas? Was sagt jetzt ihr da dazu? Ich habe jetzt den Platz schon mal öfters angeschaut. Und seit einem Dreivierteljahr hängt es da so rum. Paula, grüß dich. Sowas finde ich eine Sauerei. Und wenn man Camper oder Bushcrafter ist, sowas macht man nicht. Da braucht man sich nicht wundern, wenn es dann Förster gibt, die wo dann nicht gerne im Wald sind. Dann schaut man da zum Beispiel da an. Was ist denn das? Da werden Nägel reingemacht. Da werden Nägel reingemacht. Also sowas finde ich Sauerei. Und ist eigentlich kein gutes Beispiel für uns. Und wenn einer sich als echten Bushcrafter bezeichnet, muss ich sagen, das ist nicht das, was wir machen. Naja, dann werden wir mal schauen, dass wir das Ganze ein bisschen aufräumen. Weil das Seil ist gut. Dann kann ich dann bloß da noch Danke dazu sagen. Das nehme ich her. Okay. Wünsche euch was. So. Das Speedkocher brennt. Kaffee ist auch schon langsam. Wasser warm machen. Und dann können wir weitermachen. Kleine Stärkung. Muss auch mal sein. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir aufgeräumt. Ja, Paolo will auch schon wieder haben. Aber vorher machen wir noch einen Kaffee. Edge. So, ein paar so kleine Sachen sind noch übrig geblieben. An die Baum. Die bringt man fast nicht weg, aber das schaffe ich auch noch, dass man das wegbringt. Vielleicht habe ich es mal von der Bundeswehr Lager, keine Ahnung. Und Seile sind schon fast alle aufgespult. Die nehmen wir mal schön mit. Dankeschön dafür, sage ich da bloß. So sollte man jetzt hinterlassen. So, ich hoffe, für euch ist sowas ein Beispiel, was man nicht machen sollte und was man doch machen sollte, wenn man sich der Umwelt bewusst ist. Und ansonsten, Paula, ich weiß schon, du willst jetzt heim, gell? Du willst jetzt heim, ja, ich will schon. Maki, wie schaut es bei dir aus? Hm? Jetzt gehen wir am Ball heim, ist schon klar. Also, tschüss, sagt der Monty. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, pfiat euch.